Der Mensch ist keine Nummer. Prinzessinnen mit Sternen darf man nicht umbringen. Von Linda Kladkova. Aus der Geschichte des Holocaust in meiner Gegend. Für viele Menschen reichte es schon, das Wort Theresienstadt zu hören. Und schon erinnerten sie sich an menschliches Leid, Angst vor Nazis und das Töten unschuldiger Kinder. Ich möchte von meinen Gedanken und Gefühlen erzählen, die mir immer dann kommen, wenn ich mich an die Erzählungen meiner Oma oder Tante erinnere. Die lebten nämlich in der Kriegszeit in Theresienstadt, aber nur bis zur ersten Hälfte des Jahres 1942. Dann musste die ganze Familie, wie alle anderen Leute aus Theresienstadt, woanders hinziehen. Die Stadt bewohnten danach nur noch Juden, die die Nazis dorthin geschickt hatten und eine bestimmte Zeit festhielten. Obwohl sie sich freuten, dass sie dort den schrecklichen Krieg überleben könnten, es war nicht so. Hitler und viele andere Nazi-Führer hatten nämlich schon lange anders entschieden. Juden sind schlecht und unsere Feinde. Und wir entledigen uns ihrer. Wir vernichten das Böse. Und sie vernichteten sie, sodass mir der Verstand aussetzt, wenn ich Filmszenen oder Bilder davon sehe, dass das zu so was normale Menschen fähig sein können. In Theresienstadt brachten sie die Juden nicht um, so hatten sie es nicht geplant. Hier lebten sie in Unterdrückung, waren gezwungen aufs Wort zu gehorchen, aber noch so, dass sie dankbar waren, dieses und jenes zu können. Zum Beispiel Besuche kleinerer Kinder bei ihrem Vater. In Reih und Glied. Sie nahmen sich an der Hand und unter Aufsicht von Wärtern gingen sie durch die Straßen. Von einer Kaserne zur anderen. Und nach einer festgelegten Zeit führten sie sie wieder zurück. Vielleicht schaffte es ein kleines Mädchen, sich auf den Schoß ihres Vaters zu setzen, der ihre schönen Haare bewunderte oder ihr gemaltes Bild. Bestimmt schafften sie nicht, sich alles zu sagen, was sie wollten, wenn es doch nur anders wäre. Meine zweite Tante war damals noch keine 12 Jahre alt. Oft folgten sie heimlich diesem traurigen Kinderzug. Am meisten hat sie wohl das gelbe Stern links auf den Herzen der Kinder angezogen. Die Farben gelb und schwarz erschrecken sie noch heute. Und wenn ich heute über die Erinnerung an traurige Kinder Theresienstadt nachdenke, sage ich mir, Sterne gehören eigentlich an die Stirn von Prinzessinnen. So ist es in den Märchen. Sterne schmücken sie. Und in Theresienstadt waren so viele Prinzessinnen, damit sie nicht mehr so traurig und verängstigt aussehen, damit sie sich nicht mehr fürchten. Überhaupt kann ich nicht leiden, wenn sich jemand vor irgendetwas fürchten muss. Natürlich, man sagt, es gäbe das Recht des Stärkeren. Aber wie sind die kleinen jüdischen Prinzessinnen dazu gekommen, dass sie in die böse Position des Schwächeren geraten sind? Dass ihre gebildete und vielleicht reichen Eltern nicht verhindern konnten. Sie fuhren einer nach dem anderen irgendwo ins Unbekannte und dort ließen sie die Stärkeren von der Welt verschwinden. Bestimmt haben sich einige von diesen Prinzessinnen, bevor sie starben, überlegt, wie die Welt anders eingerichtet sein könnte. Auf ihr ist eigentlich genug Platz für alle. Und es ist nicht nötig, jeden Streit mit Schlägen oder gar Ermorden auszutragen. So sollten Kinder nicht mit ihren Eltern oder für sie leiden. Diese Vorstellung von vielen Prinzessinnen fehlte Hitler und allen fanatisierten Nazis leider. Aber wie ich im Fernsehen und im Radio um mich herum sehe und höre, leben noch immer Hitler-Anhänger und versuchen es ihm
und seiner widerlichen Ideologie wertvoller und wertloser Rassen gleichzutun. Wie anders soll ich mir die heutigen Kämpfe gefährlicher Gruppen oder gar ganzer Völker erklären? Der Mensch ist nun einmal so, wie er geschaffen wurde, ob schwarz, gelb, Jude oder Zigeuner. Bald werde ich 14, wenn wir Gleichaltrigen uns alle entscheiden, besser und wirklich tolerant zu allen guten Menschen auf der Erde zu sein, müssen wir es doch erreichen, dass wir in 10 oder 20 Jahren so viele sein werden, dass solche Gedanken, die zum Holocaust führten, keine Chance haben, werden zu siegen. Fangen wir an, dafür zu sorgen, damit niemals wieder Prinzessinnen mit Sternen sterben. Ja. Das ist die kurze Geschichte aus dem kleinen Heft. Der Mensch ist keine Nummer. Ich biete auch heute wieder an oder ich bitte darum, eine kleine Gedenkminute zu halten zu diesem Anlass, um halt ein bisschen über das Gehörte ein bisschen nachzudenken und gegebenenfalls vielleicht ein bisschen zu gedenken. Auf geht's, eine Minute Gedenkzeit. Wir schweigen. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr mir zugehört habt beim Lesen. Und ja, vielleicht habt ihr in der nächsten Zeit noch ein paar Minütchen dafür Ruhe und Zeit auch, über das Gehörte ein bisschen nachzudenken, ein bisschen mehr nachzudenken. Ja, ich würde mal sagen, man sieht sich. Gehabt euch wohl.